Unity, es ist wieder Freitag, Start ins Wochenende. Schön, dass ihr dabei seid. Es heißt wieder Let's Play Star Wars Empire at War. So, wir haben die letzte Schlacht auf Biss verloren, aber es steht schon die neue Schlacht an. Über Dagobah, eine Raumschlacht, die starten wir doch jetzt einfach direkt mal zum Beginn der Folge. Dagobah, der Planet, auf dem Yoda in Episode 5 und 6 lebt, wahrscheinlich auch in Episode 4, dazu habe ich aber leider gerade keine Quellen, das heißt, das weiß ich nicht. Diese Invasoren dürfen keinen Fuß auf diesen Planeten setzen. Genau, so, aha, da, also wir müssen hier mit relativ wenigen Truppen, da sind auch noch mehr, mit allen Truppen gehen wir einmal hier auf die... Oha, nee. Gehen wir hier auf den... Machen wir hier einen Schildgenerator. Ja, gehen wir auf den Antrieb, dass die nicht näher dran kommen. Oh. Ah, meine Truppen scheinen auch sehr ausgedünnt zu sein. So, der Schildgenerator ist das da. Na komm, geh einmal auf den Schildgenerator drauf, zack. So, da werden die ersten Bomber, ja, wir können auch im Prinzip eigentlich nur... so, dann gehen wir jetzt nochmal auf den Hangar, dass die da nicht noch mehr... Schiffe rausschicken und wir gehen jetzt einfach mal in den Kinomodus. Das ist das Tolle an diesem Spiel. Man kann einfach zwischendurch zugucken, was passiert. Man muss zwischendurch mal irgendwie 30 Sekunden lang mal nichts machen. Gerade dann, wenn die Möglichkeiten sowieso ausgeschöpft sind, kann man einfach mal zugucken. Oh oh. Da schicken die Bomben auch auf unsere Oha. So. Ja, auf den Fangstrahlemitter mal Bomben drauf schicken. Oha, oha. Wir werden langsam ausgedünnt. Rückzug aus dem Gefecht. Nee, das machen wir nicht. Wir geben das hier nicht kampflos auf. Aber sehe, dass unsere Chancen, tatsächlich das hier noch zu gewinnen, gerade gegen Null gehen. Ja, egal, dann schauen wir das jetzt einfach mal zu. Eben, jetzt einfach nochmal zu. Das ist schon traurig. Es sind jetzt zwei Gefechte direkt in den ersten beiden Folgen und wir verlieren. Oha, was macht der denn? So. Bei jedem Schiff von denen haben wir zerstört. Ja, das wird es dann gewesen sein, wenn jetzt die Bomber hier, das da drauf, die T-Bomber, das da... Ist das T-Datei? T-Bomber, ne? Naja. Das hier... Gegnerische Verluste keine? Das kann ich mir nicht vorstellen. Gut. Über Dagobah hat eine Raumschlacht stattgefunden. So, wir bauen hier jetzt aber erstmal nochmal eine Kaserne hin. Das können wir nicht, weil wir haben da nur ganz wenig Boden. Das geht nicht, weil hier wahrscheinlich gerade die... Kann ich das noch zurückziehen? Kann ich zurückziehen, gut. Einfach mal ein paar Soldaten dazu. Sicher, sicher. Die werden da nämlich gleich sechsmal diesen Kreuzer. Und wir haben nur zwei Schiffe. Oh, yeah. Kann jetzt aber auch nicht. Da steht jetzt alles still, ne? Da steht alles still. So, dann gehen wir hier auf automatisch. Das Gefecht werden wir ganz klar verlieren. Ja, das ist ganz klar. Da haben wir einfach gar keine Chance.
So, jetzt müssen wir einfach nochmal gucken, wie wir das jetzt hier mal am geschicktesten machen. Wir wollen immer noch bei Bisti befreien. So, und hier waren einige von diesen Kampfschiffen da. So, gegen eine Raumstation einfach mal. So, Korriban. Wo ist denn Korriban? Kann ich da? Korriban. Korriban ist da. Na, komm. Das machen wir mal. Das werden wir vermutlich auch verlieren. Ja, also unsere Verteidigung hier ist ziemlich schwach, ne? Also wir haben hier einen... Verstanden. Unser Captain hat mich informiert, dass sich uns eine imperiale Flotte nähert. Wir müssen die unschuldigen Bewohner dieses Planeten verteidigen. Viel okay. Glück. Also da wird auf jeden Fall eins dieser... Sorry, gehen wir mal ein bisschen näher dran. Wir wollen nämlich hier die hier direkt auf... Gehen wir mal nach hier. So, und der hier wird dann sich nämlich darum kümmern. Zack. So. Moment, haben die die... Haben die die jetzt schon? Das wäre ja hart. Hangar. Schildgenerator. So, ihr schießt auf den Schildgenerator. Die haben doch tatsächlich echt schon innerhalb kürzester Zeit die ganzen Truppen da, die ganzen Raumschiffe zerstört. Eieiei. Das ist der Captain Piet. Captain Pete. Nennen wir ihn Captain Pete. Okay. Der ist einfach viel zu stark. Er hat mich im Fangstrahl gefangen. Da habe ich keine Chance gegen. Wir haben unsere Laser erwischt. Ja, auch diese Schlacht, das ist ja unglaublich. So wird das in den Filmen nicht dargestellt. Da gewinnen die Rebellen irgendwie dauernd. Außer Forth. Oder nicht? Die kommen nicht an den Schildgenerator dran. Die fliegen jetzt ja auch irgendwie nur so total unkoordiniert durch die Gegend, habe ich das Gefühl. Schon beeindruckend. Dieser Sternzerstörer-Kreuzer. Oha. Oha. Ja. Da die jetzt nichts getan haben in der ganzen Zeit, schieße ich jetzt einfach mal auf die Bomber. Ich muss mich auch definitiv mal damit auseinandersetzen, wer gegen was stark ist und was man gegen wen wie einsetzen kann. Mit der Zeit lernt man ja auch, auf welchem Planeten oder vor welchem Planeten welche Stationen sind und so weiter und so fort. Und ja. Ihr denkt dran, unser großes Ziel ist, die Galaxis einfach zu befreien. Das wollen wir erreichen. Das sah aber auch sehr unkoordiniert aus gerade. Okay, die halten doch noch relativ lange durch. Jetzt steht der Schild. Okay, die trauen sich nicht irgendwie, trauen die sich nicht auf den Schildgenerator zu schießen. Das finde ich tatsächlich irgendwie interessant. Weil sie machen es halt einfach nicht. Keine Ahnung.
Ich hatte aber auch tatsächlich echt jetzt in den ganzen zwei Folgen wenig Zeit, mich auf, ach, immerhin habe ich jetzt mal was besiegt, auf die Angriffe und so weiter und so fort vorzubereiten, hatte ich das Gefühl. Also irgendwie, wir speichern das Spiel mal. LP. Speichern. Speichern. Okay. Damit hatte ich jetzt nicht. Das hätte ich vielleicht zu schnell Aufnahmen machen sollen. Das geht jetzt ganz schnell. So. So, Korriban, da verstärken wir jetzt einfach nochmal die Bodentruppen. Wir bauen da jetzt auch nochmal eine. Oh, ich habe gar nicht die Ressourcen, die finanziellen. Und jetzt hier ist, das machen wir jetzt einfach mal. So. Ich danke euch. Oh. Ich danke euch. Wir haben dank eurer Leistung. Welche Leistung? Wir haben es jetzt doch nur verloren. Naja. Kredits übrig. Und ich finde es nur gerecht, dass ihr bestimmen dürft, wofür sie ausgegeben werden sollen. Das ist ja sehr nett. Geht das jetzt so einfach, wenn die eben... Ach nee, die haben sich verzogen. Das ist ja klasse, die haben sich da verzogen. So. Imperiale Flotte nähert sich. Wo nähert sich eine imperiale Flotte? Konstruktion abgeschlossen. Ja. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Polus. Wo ist Polus? Ja, ich habe das Gefühl, das machen wir jetzt nochmal automatisch, weil da haben wir keine Chance. Ich habe das Gefühl, die wollen uns hier systematisch, so Kashyyyk, den verstärken wir jetzt auch erstmal nochmal. Da die Flotten. So. So, machen wir das mal das hier so. Ah, ich kriege mal auf Escape da, das will ich doch gar nicht. Ich will es einfach nur rauszoomen. Ihr merkt, ich bin noch total unkoordiniert. Das machen wir nicht, weil da müssen wir über... nach Biss kommen wir nur über Sulust. Und schicken wir erstmal auf den Boden. So, hier bauen wir jetzt erstmal nochmal ein paar... Da haben wir nicht genug Geld für. Schade. Doch schon mal gehabt. Aber da kann ich jetzt nicht da neue Schiffe produzieren oder so, ne? Der hat... Oh, hoppala. Jetzt habe ich, hoppala. Jetzt habe ich, hier einmal pausiert. Wir haben mehrere Schiffe entdeckt, die aus dem Hyperraum kommen. Bereitet euch auf die Verteidigung unserer Position vor. Da kann ich keine... Das Imperium zurück. Also der produziert anscheinend automatisch welche. Aber also mehr Informationen darüber erfahre ich auch nicht. Ne? Also offenkundig produziert der regelmäßig selber welche im Hangar. So, hier zerstört jetzt einmal die T-Jäger. Ne, pass auf. Hier zerstört das hier. Dann die hier zerstören dann die Tierjäger. Und da kommt offenkundig dann noch so ein... Halt, wir gehen jetzt erstmal hier auf den
Schildgenerator von denen hier. So, und produziert der jetzt noch neue Truppen? Das würde mich einfach mal interessieren. Kann ich das hier drehen? Kann man das drehen? Oh, nee, das war... Kann ich das denn drehen hier? So, nee, so, nee. So. Hm. Okay, offenkundig produziert der da keinen. No. Also, wenn wir die Schlacht hier verloren haben, was ja definitiv passieren wird, dann werden wir hier auf jeden Fall... Und guck mal. Sind da jetzt neue gekommen? Die sehen frisch aus. Die sehen frisch aus. Ah, guck mal, da kommen neue. Solange die den Hangar nicht zerstört haben, kommen da, glaube ich, immer wieder neue. Naja, gut, immerhin. So, ihr Lieben, ich gehe jetzt einmal auf Pausieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich sagen, lasst doch bitte ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Das mit dem Abo funktioniert ganz einfach, indem ihr auf den Button hier oben rechts eingeblendet im Video klickt. Wenn ihr ein weiteres Video von unserem Kanal sehen wollt, dann könnt ihr das über den Button hier unten rechts. Ganz einfach. Bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt, der Let's Play Star Wars Empire at War.